Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Vlog hier aus LA. Ich bin gerade aufgewacht. Wir haben es jetzt hier 7 Uhr oder so. Hier. Wir haben es 7.10 Uhr. Komplett früh am Start heute. Ich konnte irgendwie nicht mehr pennen. Ich bin ein paar Mal aufgewacht, zwischen 6 Uhr oder so. Bin ich ein paar Mal aufgewacht, konnte nicht mehr schlafen. Für mich ist es nicht schlimm, weil mein Schlafrhythmus sowieso eher auf Amerika angepasst ist, sage ich mal. Aber trotzdem, dennoch ist es komisch, dass jetzt Tag ist, wenn ich aufstehe. Das ist alles ein bisschen für den Körper verwirrend. Aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt wach. Ich bin putzmunter, gehe jetzt erstmal duschen. Unten gehen wir dann frühstücken. Die Leute sind auch schon ready. Einige von uns sind auch schon wach. Deswegen gehe ich jetzt erstmal mich frisch machen, duschen um 7.30 Uhr. Treffen wir uns unten. Das hier, nehme ich euch natürlich mit. Lasst ein Like da, ein kostenloses Abo da, ein Kommentar da, für den Algorithmus. Falls euch die Vlogs gefallen, würde mich sehr, sehr freuen. Heute haben wir ein paar Sachen vor. Mal gucken. Ich werde auch unter anderem streamen heute um 10. Also ja, erstmal frühstücken, ready machen, bla bla bla. Und dann gehen wir in den Stream rein heute. Und ja, da werde ich euch auch mitnehmen. Ich würde sagen, wir sehen uns später beim Frühstück. Ich gehe erstmal duschen. Bis gleich. Wir sind jetzt hier beim Frühstück. So sieht das Ganze aus. Ich habe vergessen zu filmen. Ich habe schon gegessen. Cod Next Breakfast. Haben echt eine riesen Auswahl hier. Sieht sehr nice aus. Hier gibt's Frühstück. Schön lecker. Mit Früchten, Orangensaft, Kaffee. Freunde! Hier sind die Jungs. Ja, ich hab schon gegessen. Ich Idiot, hab vergessen zu filmen. Das passiert. Ja, das passiert. Das Kaffee noch rausbringen. Momo kommt jetzt Frühstück. Momo kommt jetzt Frühstück. Alle fertig. Momo kommt jetzt Frühstück. Es ist, wie spät? 8.26 Uhr, Momo kommt erst jetzt. Ja. So, wir waren jetzt gerade snacken, wie ihr gesehen habt, gefrühstückt haben wir schön. Buffet war sehr, sehr nice, wirklich sehr leckeres Essen auch am Start gewesen. Bei uns ist gerade 9:30 Uhr, um 10 werden wir von hier aus streamen. Wir haben hier Streaming-Setups, habe ich euch im letzten Vlog schon erwähnt, auch in dem Vlog, glaube ich, erwähnt. Vermische alles, tut mir leid, falls ich irgendwas nicht erwähnt habe oder vergessen habe. Ja, auf jeden Fall mache ich mich jetzt ready, muss noch einen Controller von Aimbrot holen, weil ich kein PS5-Scuff mit habe. Ich spiele auf PS4 Impact, brauche jetzt einen PS5-Scuff dementsprechend, weil wir nur PS5-Setups haben. Wir dürfen, also ich kann mit meinem Controller an der PS5 nicht spielen. Deswegen hole ich kurz den Controller ab und ja, dann geht es an die Streaming-Setups. Heute streamen ein bisschen und ja, dann mal gucken, was noch der Tag bringt. Wie gesagt, gehen wir zu Universal Studios danach und ja, ich nehme euch mit. Wir sehen uns gleich bei Aimbrot beim Controller und bis gleich. Alles gut. Guten Tag, lieber Aimbrot. Ich mache gerade Vlog. Da ist er mit Kabel. Dankeschön, sehr korrekt. Danke. Dankeschön. Ja, ich lasse ihn dann und dann gebe ich ihn jetzt wieder. Hey, viel Spaß. Okay, Dankeschön. Lois. Dankeschön. Danke. Nee, Lois. Mach ich. Dankeschön. So, da ist er. Da ist er. So, ich werde jetzt kurz auf Annika warten, weil Annika streamt auch mit mir. Wenn zusammen streamen, Anaya von Jan die Frau, die Freundin, whatever, ihr wisst schon. Hier, LA. Sonne scheint, es ist warm, die nächsten Tage erwarten uns sehr, sehr warme, schöne Tage. Sieht das Ganze hier aus, wir sind ziemlich zentral hier im The Line Hotel. Irgendwo hier oben ist auch mein Zimmer. Ja, jetzt warten wir auf Annika und dann geht's ab. So, wir sind jetzt mit Momo, die dicke Nase, das heißt dicker Penis, you know what I'm saying? Ja, wir müssen Annika noch einen Controller, einen PS5-Controller besorgen. Ich habe meinen von Aimbrot, jetzt noch von Momo seinen Aim-Controller abholen. Ich wette, deine Crib ist verwüstet. Fernseher läuft, Strom wird nicht gespart. Wie hast du die Jalousien runtergemacht? Dicke Knopf, jetzt aber open. Ach Digga, ich habe das Ganze gesucht. Ich habe auch im Vlog gesagt, ich würde das so gern hochziehen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Bro, ich bin aufgestanden, ich hab aufgemacht. Da hinten sieht man Hollywood-Zeichen. Ja, von seinem Zimmer sieht man einfach Hollywood-Zeichen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ich glaube, Etage 6 besser. Ist safe besser, ja, aber ich habe... Guck, siehst du diese drei Palmen? Ja. Genau, du musst mal da drüber zeigen, genau da drüber. Guck, da siehst du das sogar, wenn du Zehenspitzen gehst. Ja, genau, das Weiche zwischen den Palmen, da seht ihr das im Video. Und da hinten ist das Observatorium von GTA. Lass mal hochdüsen mit Ferrari. So, Controller ist am Start. Controller ist Aim-Controller, ihr wisst, Kaffee ist best. Oh, guck dir diesen Controller an jetzt. Nein, wir machen sowas nicht. Wir machen sowas nicht. Soll ich euch mal einen Controller zeigen? Nein, Spaß. Nee, aber gut, ich danke dir, Bro. Hallo. Ja. Yeah. Hier, what's popping? Hier, Controllerübergabe. Oh, danke schön. Oh, Gott sei Dank. Mit Kabel, natürlich. Oh, Aim-Controller, davon distanzieren wir uns natürlich. Oh mein Gott. Spielst du mit Pedals? Are you hype? Ja, ich bin unnormal. Spielst du mit Pedals? Ja.
Ich bin nie mit Pads. Nicht? Nein. Ich glaube, du kannst sie abmachen. Ich muss sie doch eigentlich einfach nicht benutzen, oder? Ja, kannst du auch. Oder abmachen. Keine Digital Tipps, so komisch. Keine? Boah, das ist ja kacke. Okay. Ja, deswegen Skarp besser. Skarp ist wirklich. Ja. Wie ist der Code? Diki mit 2i. 5%, ihr wisst. Ihr wisst. So, sind jetzt hier auf Setups. Wir werden gleich von hier streamen. Was? Ich weiß nicht. Ja, lass lieber so. Ist angepasst, glaube ich. Ja, wir sind hier. Hier, so. Wir werden jetzt streamen. Gehen jetzt live, haben Accounts, wo wir Level 1 sind. Wir können nicht mal Ranked spielen, schade da an der Stelle. Aber we going live. So, angekommen im Hotel, Stream ist jetzt zu Ende. Wir haben jetzt knapp eineinhalb Stunden oder so gestreamt. Ja, jetzt erstmal ein bisschen sorten und dann geht's los zu Universal Studios. Die ganzen Leute sind schon da, ein bisschen was von LA sehen. Ich habe Todesbock. Stream war ganz okay, es war aber ein bisschen weird. Dann noch dazu war es irgendwie, war der Sound ganz delayed, ganz schlimm. Also ich mache eine Kiste auf und irgendwie nach 5 Sekunden kommt erst der Sound, dass ich eine Kiste aufgemacht habe. Es war wirklich keine nice Experience, muss ich sagen. Die haben das jetzt alles eingestellt. Wir waren die Ersten, die von hier gestreamt haben. Deswegen haben die jetzt alles richtig eingestellt. Hoffentlich die nächsten Leute, die streamen werden, werden diese Probleme nicht haben. Ja, aber war okay, war nice. Jetzt gehen wir mal zu Universal Studios, würde ich sagen. Sind jetzt ready, alle sind schon dort. Wir gehen auch hin. Deswegen, bis gleich. So, wir sind reingekommen, musst hier durch eine Kontrolle, Taschenkontrolle und so. Annika hatte eine Waffe mit. Ja, jetzt müssen wir erstmal die anderen finden. Ich glaube, das Ding ist hier riesig. Jetzt die anderen zu finden wird ein Struggle. Aber Phil streamt, wir können ihn streamen. Oh mein Gott, stimmt. Ja. Und weißt du, was es gibt hier? Was denn? Es gibt eine riesen Hogwarts-Area. Ich weiß, du magst Harry Potter? Ich mag, also ich gucke kein Harry Potter, ich mag kein... Was? Ich mag kein Star Wars, oh, ich mag kein... Ich mag gar nichts. Also ich bin wirklich ein weirder Mensch. Aber für alle, die Harry Potter lieben, hier gibt es ein riesiges Ding, wo du dich so fühlst, als wärst du drin. Das ist nämlich okay. Ja, werden wir abchecken. Roter Teppich. Crazy. Hast du Stranger Things geguckt, Felix? Nein, noch. Oh mein Gott, was machst du mit deinem Leben? Ich guck keine Serien. Nein, ich guck keine Serien. Ich bin immer am Grinden. Ich guck nur Serien. Ehrlich? Ich hab Breaking Bad geguckt, ich hab Prison Break geguckt und das war's. Nichts geguckt. Gar nicht. Was ist ich weiß. Hier ist einfach Springfield aus Simpsons. Krusty Land hinten. Krusty Land, hast ja. du schon gesehen? Ja, safe. Springfield School. Krusty Burger, hier gibt's Krusty Burger. Oh, hier hätten wir essen können. Och, Mann. Wir haben gerade irgendwelche Tacos gegessen. Weil ich vergesse zu filmen. Ich bin echt der Profi-Blogger. Und gerade die anderen, King Phil und so, sind irgendwo hier. Ja, sieht alles surreal hier irgendwie aus. Also genau. Sehr schön. Ja. So, jetzt haben wir den Rest getroffen. Phil ist am IRL streamen. IRL. Chris ist auch eingetroffen, hallo. Der verlorene Bree. Und ja, jetzt wollen wir Achterbahn fahren. Mal gucken. Was wird? Was wird, ja, ich bin gespannt. Ich hab Bock auf Achterbahn. Ich bin noch nie so eine crazy Achterbahn gefahren. So richtig ich sage, verrückt. Das ist auch keine crazy Achterbahn. Ich war noch nie so ein richtig fetten Freizeitpark mit Achterbahn. Wirklich nicht? Boah, du musst eigentlich wirklich da mal so richtig geil Europa-Park gehen. Ja, safe. Warst du noch nie im Prater? Prater war ich schon, aber da gibt's ja nicht so crazy Achterbahn. Weißt du, ich meine, so mit, ja, ja, so mit Looping und keine Ahnung was alles. Ja, gut, ja. Ja. Mal gucken, bin gespannt. So, wir sind hier am Rollercoaster. Irgendwie Simulations-Rollercoaster wird das sein, kein richtiger. Mal gucken, bin gespannt. Man sieht nice aus. So, sind jetzt fertig. Achterbahn, es war crazy. Also wirklich crazy. Es war irgendwie so ein Monitor oder keine Ahnung, so eine Leinwand mäßig und dann... Ich kann gar nicht versuchen zu beschreiben, glaube ich. Wie soll man das beschreiben? Du saßt in einem Sitz und du dachtest, du fliegst durch Hoffnung. Ja, ja, du saßt in einem Sitz und du dachtest, du fliegst. Also es war wirklich insane. War echt geil, aber ich konnte nicht filmen. Also sonst wäre mein Handy wahrscheinlich. Das ist das. So, wir checken noch eine Achterbahn hier ab. Die Leute haben Bock, glaube ich. Sieht aus. Boah, geil, jetzt endlich auf den Schwanz setzen. Habt ihr alles verstaut? Habt ihr alles versteuert? Nicht erst gleich mal was Nein. Steuern, was ist das? Hä? Muss denn wir so machen? Wir müssen machen. Ich bin wirklich nicht viele Achterbahnen gefahren, aber das war so mit die langweiligste Achterbahn meines Lebens, oder? Es war wirklich sehr, sehr langweilig. Es ging irgendwie 20 Sekunden maximal. Maximal 20 Sekunden. Aber 20 Sekunden ist schon eine lange Zeit, ihr wisst ja.
Wow, wunderschöne Aussicht, no joke. Crazy, crazy. So, wir waren jetzt, was haben wir gemacht? Film, Tour? Studio-Tour, genau, wir waren Studio-Tour. Ich hab nichts gefilmt, warum auch immer. Ich hab's vergessen oder ich hab den Moment genossen irgendwie, I don't know. Ja, jetzt gehen wir in Jurassic World. Da werden wir nass. Ja. Wir haben Bock, nass zu werden. Das lag da. So, ab ins Hotel. It's over. It's over with Universal Studios. Nein, so I'm geht, saying. Du musst nochmal rein. Wieso muss ich nach hinten? Weil ich gerne nach vorne. Ich hab gebucht. Wieso musst du es nach hinten? Weil ich gebucht habe. Du musst zu dritt hier hinten. So wie? Einer, so, geht einer geht nach vorne, oder? Ja, wenn es geht nach vorne. Zu dritt mit dem, nicht mit dem. Tritt. Zu dritt. Zu dritt. Vincent, ist bequem vorne? Ist wunderbar, was ist das für ein Fleisch? I'm LA Vibes, you know what I'm saying? You know the vibes, you know the business. Das sagt er jetzt nicht mehr. You know the vibes, you know the business. Das ist das Einzige, was auf Englisch kann. Das ist echt ein geiler Vibe. Ich muss sagen, hier in LA hat man sich noch nicht irgendwie so diesen Wow-Effekt gehabt. Phil hat mir das schon vorher erzählt, wo wir Caldera noch gespielt haben, letzten Tag Warzone. Aber jetzt habe ich den Vibe. Diesen Sonnenuntergang sieht sehr, sehr geil aus. Fühl dich todesschade. So, riesen Zeitsprung. Wir waren jetzt, Phil hat das gut gesagt, riesen Zeitsprung. Das habe ich mir gemerkt. Das hat Annika doch gerade auch gesagt. Ja, auch? Ja. Hast du von Phil geklaut, oder so? Ja, ich auch. Riesen Zeitsprung. Auf jeden Fall. Ja, wir waren jetzt im Hotel, wir hatten Stress irgendwie wegen Uber und sowas. Alle haben hier auf uns gewartet. Wir sind die Letzten, wieder mal. Ihr kennt ja dich, er kommt überall zu spät. Ja, wir warten jetzt auf unser Essen. Ja, ich habe mir lecker Burger bestellt, Phil auch Burger. Die haben sich irgendwelche Filets bestellt. Und by the way, ist halt jetzt witzig, weil Annika gerade drüber geredet hat. Ich wollte auch drüber reden. Wir bloggen ja alle hier. Gibt es hier Coke, Diet Coke? Also es gibt es bei uns in Österreich, Deutschland aber nicht. Also bei uns gibt es Coke Light, Coke Zero und normale Cola. Und ich muss sagen, die schmeckt echt insane. Also es gibt es hier nur in den USA, glaube ich, oder? Genau. Also bei uns auf jeden Fall nicht. Schmeckt echt krass. Phil hat uns die empfohlen. Schmeckt wirklich gut. Falls ihr mal hier seid, könnt ihr die gerne testen. Wartet jetzt auf unser Essen. Alle sind am Start. Und ja, wir haben alle riesen Kohlenhydrate. So, Essen ist am Start. Ich habe noch nie so ein Burgerbrot gesehen. Hast du mal so ein Burgerbrot gesehen? Noch nie. Noch nie, oder? Wie selbst gemacht. Ja, und da ist viel Salat drauf. Ja, ganz typisch amerikanisch. Gar kein Salat natürlich. Guten Hunger. So, wir sind jetzt im Hotel angekommen. Ich habe echt gar nichts mehr gefilmt. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir haben gegessen. Danach haben wir uns noch einen Cocktail reingescheppert. Natürlich einen alkoholfreien Cocktail. Aha. Ja, sind zum Uber, zum Hotel. Haben hier noch was zu trinken geholt. Haben auf einer Bank gechillt noch ein bisschen. Jetzt sind wir im Hotel. Wir haben es hier jetzt 22.34 Uhr. Gerade werden jetzt wieder pennen gehen. Wir unternehmen so viel, machen so viel, gehen so viel rum. Wir sind alle irgendwie kaputt. Ich hätte trotzdem Bock, was zu unternehmen. Ja, ich habe mir das Ganze ein bisschen anders vorgestellt. Ich hätte schon Bock, noch was zu machen und so. Aber ja, die Jungs sind müde. Phil hat heute auch irgendwie 6 Stunden gestreamt, gebabbelt ganzen Tag lang. Ja, Sonne war auch am Start. Morgen wird es auch nochmal sehr, sehr warm. Deswegen verstehe ich das auch schon, dass die Leute müde sind. Ja, ich bin aber energiegeladen eigentlich, aber ich werde mich jetzt zwingen müssen, schlafen zu gehen, ja. Und ja, das wäre es eigentlich mit dem heutigen Vlog. Ja, wir waren Universal Studios, wir haben heute gestreamt, waren mit den ganzen Leuten auf entspannt, hatten heute auch wirklich einen sehr, sehr schönen Tag. War sehr, sehr nice hier in LA. Lasst eine Bewertung da, eine positive Bewertung hoffentlich da. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, um nichts mehr jetzt zu Modern Warfare 3, Warzone 3 etc. zu verpassen. Wir werden morgen nochmal zu Call of Duty Next gehen. Wir werden dort einen Tech-Check haben, werden alles einstellen können für unseren Stream etc. Am Donnerstag werden wir dann von hier aus streamen, das neue Warzone spielen. Warzone Mobile unter anderem auch mit OG Verdansk, habe ich euch auch schon genug davon zugebabbelt. Ja, morgen werden wir einen Tech-Check machen. Ich hoffe, ich kann euch da auch irgendwo mitnehmen. Ich glaube, vieles wird man nicht filmen dürfen, ist klar. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, euch mitzunehmen, wo ich nur kann. Ich gebe mir Mühe wegen den Vlogs. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich vergesse echt oft, meine Kamera rauszuholen und irgendwas Cooles, irgendeine coole Situation aufzunehmen. Warum auch immer, aber ja, ich gebe mir Mühe und ich hoffe, man sieht auch Improvement bei den Vlogs. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, wunderschönen Morgen, wunderschönen Abend, whatever, wo ihr gerade das Video guckt. Ich gehe jetzt erstmal schlafen und wir sehen uns im nächsten Vlog. Kuss geht raus. Danke fürs Einschalten. Ciao, ciao.